Mein Name Ramabai ist entstanden, weil ich was Kurzes wollte, was wo Anfangs- und Endbuchstaben wo die beiden Anfangsbuchstaben gleich sind. Und Baba kann man sich gut merken, Baba wie Gaga. Und Wild ist so ein kleiner Wortwitz, weil wir wild im Englischen immer schlicht aussprechen. Sorry, that was a mess. Aber ich kann es auch nochmal machen, wenn du möchtest. Fängt ja gut an. Wie war die Zeit in Los Angeles? L.A. war eine total verrückte Zeit. Es war super spannend, es hat Spaß gemacht ohne Ende. Es war sehr anstrengend, aber ja, es war ein riesiges Erlebnis. Warst du Queen of Drags von Anfang an positiv gegenüber eingestellt? Ich glaube, wir waren alle am Anfang ein bisschen skeptisch, was Queen of Drags angeht, einfach weil schon öfter versucht wurde, Formate mit Drags im deutschen TV zu etablieren. Und wir ein bisschen die Sorge hatten natürlich, werden LGBTIQ-Menschen hier jetzt lächerlich gemacht, wird die Drag-Kunst lächerlich gemacht oder wird das Ganze hochwertig? Und ja, sie haben uns das Konzept vorgestellt und uns überzeugt mitzumachen. Die Schlussfrage, was ist deine Drag-Message? Meine Drag-Message. Ja, ich hoffe natürlich immer mit Drag die Leute so ein bisschen aus dem Alltag zu holen, so ein klein bisschen Fantasie in den grauen Alltag zu bringen und ja, wenn sie dann mir die Aufmerksamkeit geben, vielleicht so einen kleinen Stupser zu geben und zum Nachdenken anzuregen, um vielleicht die Welt ein bisschen bunter und besser zu machen.